So Leute, das ist jetzt ein neues Projekt hier. Zum Beispiel nur kurz sagen, dass es bei dem Projekt kein Intro und kein Outro geben wird. Warum, könnt ihr morgen im Part sehen. Also ich kann es einfach sagen, als Intro wird nämlich kommen, was zuletzt geschah. Also da werden halt so ein paar wichtige Einblicke aus dem letzten Part kommen. Und am Ende gibt es ein To Be Continued Ding. Also es wird so ein bisschen wie eine Serie. Also wie so eine richtige Fantasy-Serie gemacht. Ja, das wollte ich nur sagen. Also viel Spaß im Video. Ah, Leute, jetzt kommt zurück bei einem neuen Let's Play. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen werde, weil es vielleicht ein bisschen zu sehr lädt, ich weiß nicht. Und dafür geht es nämlich eigentlich flüssig. Das spiele ich bei der Pizza. Das ist in Zukunft das Telltale-Game-Spiel. Ich habe die erste Episode habe ich schon mal durchgespielt. Also die erste Episode ist nicht blind, oder da wird es allerdings blind. Das erste Episode kenne ich und dann kenne ich nichts mehr. Ja, ich möchte gerne erfahren, wenn Marty McFly neue Ziele hat. Ich bin riesiger Zurück in die Zukunft Fan. Ich mag Zurück in die Zukunft. Es ist ein cooler Film. Auch ein cooles Spiel. Was soll ich denn sagen? Okay, ich bin bereit. Guten Abend. Ich bin 185, 1:18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Einy. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf. Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf. Okay, gut. Hab es. Nicht mich, den Wagen, den Wagen! Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Wo ist der Wagen? Ha, was hab ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer! Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Heißt auf! Doc, was ist mit dem Auto passiert? Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind Sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment, Doc. Sekunde. Wollen Sie mir weismachen, dass Sie eine Zeitmaschine aus einem... DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion... Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. So, jetzt kann ich ein bisschen reden. Dann noch jetzt kommt zurück bei Back to the Future. Also zurück in Zukunft, das Spiel von Telltale Games. Das ist wirklich das erste Spiel von Telltale Games, das jemals gemacht wurde, glaube ich. Also das erste Spiel von Telltale Games. Die haben auch The Walking Dead und sowas und The Wolf Among Us und Game of Thrones und Tales of Borderlands und Minecraft Story Mode und so. Das ist ein bisschen anders hier, das Spiel. Und zwar, sie hat ja erstmal deutsche Sprache gehabt, sonst war immer noch deutsche Untertitel und das, die Sprache auf Englisch.
Also deutsche Sprachausgabe ist ein bisschen anders. Dann gibt es hier keine Quicktime-Momente, sondern nur so ein Point-and-Click-Adventure. Ja, ist okay. Hier, geh weg. Tasten. Ja, ich habe die erste Mission durchgespielt, deswegen werde ich auch gleich wissen, was wir machen müssen. Aber ich habe echt oft den Hinweis gebraucht. Den habe ich oft gebraucht. Aber manchmal habe ich auch selber rausgefunden, was wir machen müssen. Notizbuch, Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur 4. Wurzel von N. Im 9. So ist es nicht abgelaufen. Doc, irgendwas läuft hier total schief. Fehler gemacht. Da! Nein! Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Das war noch die Einladung. Doc! Ich wundere mich, in allen Teilen der Spiele besteht der Künstler nur aus 5 Pflanzen. Marty! Ist alles okay? Ja, Mom. War nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? So, Sprache und auch die unterschiedlichen Stimmen gleich lange Rolle ist. Ja, und zwar stimme ich unterschiedlich immer ganz, weiß ich auch nicht. Aber warum die Sprache nicht abkackt wird, das erkläre ich mir so und sage ich ja eigentlich das, die Originalsprache Englisch. Wahrscheinlich ist der Satz im Englischen kürzer. Damit das als die Mundbewegung passt, haben wir einfach den Deutschen auch kürzer gemacht. Deswegen ist er abgehackt. So erkläre ich mir das zumindest mal. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Episode 1. Es ist an der Zeit. Ich habe mich gestern für 5 Euro runtergeladen. Ich bin gerade vor kurzem so. Also, ich habe das Spiel gestern für 5 Euro runtergeladen. Gestern waren so am 20. Ist runtergeschätzt von 20 auf 5. Welche in den Winter sehen. In Steam. Ja, ich bin auch großes Zeitvergehen-Spiel-Fan. Oder wenn alle Episoden von Minecraft Story Mode raus sind, wer das kauft. Walking Dead Episode 1 und 2 und von Days habe ich auch gespielt. Doofen und Ass habe ich die Demo gespielt. Game of Thrones habe ich die Demo gespielt. Tales of Arise habe ich die Demo gespielt. Ja, ich mag Delta Games, die sind cool. Aber der größte Teil nur aus 50er besteht. Und weil ich nur sehr wenig spielen darf, außer in jedem Teil. Also in Back to the Future darf man, da darf man echt viel spielen. Im Gegensatz zu den anderen Teilen. Dad, hat er schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair. Aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hi, Biff. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich schwelge nur in Erinnerung. Die Schildogs lag nur nach gefährlichen Dingen. Erlebt ihr, ja? Ich mache mir das Spiel noch ein bisschen leiser, weil ich weiß nicht, wie laut das im Verhältnis von zu mir ist.
So. Dann gucken wir mal noch ein paar Objekte hier. Au! Dieses Teil. Ich habe gerade eben habe ich die erste Version durchgespielt. Und daher kenne ich jetzt auch die Kurbel hier, die da hinten ist. Warum laggt's? Das ist ein kleines Kackspiel von 2010. Es laggt. Also gut, das ist kein Kackspiel, aber ich meine, das von der Grafik her. Wenn ich nicht aufnehme, dann laggt's gar nicht. Das klappt wahrscheinlich aber nicht. So, aber wir gucken uns das Modell an. Ich kenne ja die Episode schon. Deswegen rushen wir jetzt in der ersten Episode durch. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Familienverbindung. Komm, du kennst meine Eltern doch schon ewig. Ja, und? Könntest du mir nicht das Modell des Gerichtsgebäudes geben? Der alten Zeiten wegen. Nö, ich denke das behalten. Gib es her, Biff. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Wenn du brauchst, dass du sie guckst, jetzt kommt ein Kriegerfilmweise. Ja, nee, brauche ich nicht. Wie gesagt, ich habe die Prüfung gespielt. Ich weiß, was ich machen muss. Da ist eigentlich meine Gitarre. Das ist mein Vater übrigens. George. Hey, Dad. Doc lebt. Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig ja, weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hatte eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Ja, nee. Ich schaue mich weiter. Das brauchen wir nicht alles, was besteht. Wir gehen jetzt hier in den Verstärker immer mal ran. Lasst uns mal richtig aufdrehen. Wir machen richtig auf. Geil. So, jetzt haben wir da ein bisschen aufgedreht. Nur meine Gitarre. Hey Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich kläre das mit der Bank. Das mal die Gitarre genommen. Klick mit der linken Maus auch die blinkende Inventarschaltfläche. Jetzt nicht geblunken. Lass dich, ich bin nicht so wach. Der hat ja nicht geblinkt, aber egal. So, jetzt gehen wir auf den Stärker. Hier ein altbekannter Song. One, two, three. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Also Biff, ich glaube, das ist Martys Gitarre. Oh, natürlich. Sie haben recht, Mr. McFly. Ja, bitte, Marty. Also, lass mal was hören. Yeah. Was habt ihr Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Ich sollte besser nicht noch weiter aufdrehen. Nicht, dass ich sie wieder überlade. Ich sollte besser... Was getan? Nun etwas auf das... Danke fürs Warmspielen. Viel Überschwung, tut mir leid. Biff, ich hab dir doch... Oh, klar. Ah ja, schon, was ich machen muss. Warte, geh weg. Ja, jetzt spielt er nochmal so Zollmark. Los. Was habt ihr Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Jetzt müssen wir jetzt nämlich hier zu Dad gehen. Hey, Dad. Und, da. Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Der Blick einfach. Ja, das stimmt wohl.
Okay, mein Junge. Ich halte mich da raus. Aber du weißt, wo du mich findest. Okay. Er hält sich also raus jetzt, wenn es mit Biff geht. Deswegen gehen wir mal in meine Gitarre. Wollt ihr eine Nummer von Biff und den Biff-Tones hören? Wir spielen immer wieder gerne für unsere treuen Fans. So, jetzt hat er die Gitarre, will spielen und wir drehen jetzt auf. Und? Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Hau rein, Biff. Oh, Scheiße. Hey, und wir nehmen uns jetzt das Studierbuch. Doc, wo sind sie?